Er war der Mann des Abends. Erling Haaland. 2 Tore in seinem ersten Champions-League-Auftritt für Borussia Dortmund. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain konnte der BVB mit 2:1 gewinnen. Wir wussten ja von Anfang an, was wir können. Wir wussten, dass Paris eine gute Mannschaft ist, aber dass sie auch nicht unschlagbar sind. Und das haben wir heute gezeigt. Wir haben souverän gut gestanden, nicht viel zugelassen. Und vorne habe ich schon immer gesagt, wir sind immer für Tore gut. Und das war auch heute wieder so. Really happy. We did almost, glücklich. 2:0 wäre perfekt gewesen. Aber mit unserer Leistung sind wir heute total zufrieden. Our performance today, yeah. Wir haben unheimlich konzentriert und engagiert gespielt, gut organisiert auch gespielt. Haben PSG die Stärken genommen, haben den Plan, den wir hatten, sehr gut umgesetzt. Am Ende, glaube ich, auf jeden Fall verdient das Spiel eben auch gewonnen. We know really his quality. Wir wissen um die Qualität von Erling. Er ist der Typ Stürmer, den wir gebraucht haben. Wenn wir nicht unser Spiel von hinten aufziehen können, spielen wir einfach einen langen Ball auf seine Brust und er kann ihn halten. Er ist sehr stark. The ball is really strong. He's fast, he's tall, but he's good speed. I'm enjoying. Ich genieße jede Sekunde. Mein Leben ist gut. My life is good. Es ist unglaublich. Ich kann nicht mehr sagen. Es ist krass, wie schnell er sich integriert und in jeder Situation versucht, das Maximum herauszuholen. Auch wenn der Ball nicht mehr machbar ist, den Ball zu holen. Er versucht es trotzdem und zieht so, glaube ich. Ich glaube, es tut gut, dass er dann so auch ein paar andere mitzieht. Also er macht das hervorragend, seitdem er bei uns ist. Trainiert höchst professionell, gibt Vollgas im Training, reißt die anderen auch mit da und schießt seine Tore. Also ich weiß nicht, oder ich will auch gar nicht was finden, wo ich meckern könnte, aber ich, selbst wenn ich suchen würde, würde ich da aktuell nichts finden. Matchwinner Haaland verschafft dem BVB eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Paris. Am 11. März gibt's dann das Wiedersehen mit PSG.